Vier Personen, vier Generationen, vier Meinungen, doch das gleiche Ziel, ein friedliches Zusammenleben. Zu der Flüchtlingskrise hat jeder etwas zu sagen, egal ob groß oder klein. Zu diesem Thema wurden vier Generationen befragt. Im Hermann-Maas-Haus wird gemeinsam gegessen. Willkommen ist grundsätzlich jeder. Ingo Franz organisiert das Ganze. Marlies Schmotz kam selbst als Flüchtling nach Heidelberg und kann gut nachvollziehen, wie es ist, seine eigene Heimat verlassen zu müssen. Sie verließ damals die ehemalige DDR. Als wir dann nach Baden-Württemberg gezogen sind, dann habe ich in dem Kurpfälzer Dialekt wenig oder gar nichts richtig verstanden. Deshalb kann ich auch die Problematik der ganzen Leute aus der ganzen Welt verstehen, die hierher kommen und kein Deutsch sprechen. Aus diesem Grund gibt sie einigen Flüchtlingen regelmäßig Deutschunterricht und das ehrenamtlich. Auch Thomas Wirth, der ursprünglich aus England kommt, sagt, dass die Menschen lernen müssten, andere Menschen in Not zu akzeptieren. Wenn sie auf diese Art und Weise denken, ich finde, das wird einfacher für solche Leute zu verstehen, dass die, die jetzt hier ankommen, viele Hilfe und Unterstützung und eigentlich Liebe brauchen. Es geht einfach um Liebe, hauptsächlich. Im Mehrgenerationenhaus leben hilfsbedürftige und gesellschaftssuchende Menschen. Gabriel Weiß arbeitet dort als Aushilfe und hat folgende Meinung. Es gibt Menschen, die sind für sowas sehr offen und es gibt Menschen, die sind dann ein bisschen verschlossener und denken dann eben schon ein bisschen eher in die Richtung rechte Richtung, deswegen halten sie sich davon fern. Ich glaube aber generell kann man das nicht über den Kamm scheren, genauso wie es in meinem Alter so und so ist, deswegen macht das Alter da, denke ich, keinen Unterschied. Einer der jüngeren Bewohner des Hauses ist Aaron. Er ist 8 Jahre alt und hat somit eine ganz besondere Einstellung, wenn es um Flüchtlinge geht. Ich würde ihnen erstmal kein Geld geben, sondern ich würde ihnen Essen geben. Also, weil mit Geld, vielleicht würden sie sich dann Süßigkeiten kaufen und sowas. Aaron hat das Wesentliche erkannt. Also, wir könnten locker auf ein Essen verzichten, aber manche Leute sterben vor Hunger. Für ein friedliches Zusammenleben ist diese Toleranz eine gute Voraussetzung.